Schau hier, Bienli. Heugümper. Hallo. Genau. Schau mal hier, Heugümper. Die habe ich gern, wenn sie genug klein sind. Bei den Grossen habe ich auch Angst. Was hast du gesehen? Ich habe eine Wespe gesehen. Eine Spinne. Ein Bienli. Insekten suchen mit einem Weltstar. Dass ihr neuer Päusenplatz hier eröffnet wird, haben die Primarschülerinnen und Schüler von der Schule Emmendorf gewusst. Dass aber gerade der Roger Federer vorbeikommt, war ein Geheimnis. Hey. Die Kinder darum gerade ein bisschen baff. Bang! Ich weiß schon meine Hand. Mein Herz war schnell am Schlagen. Und es hat mich einfach gefreut, dass er gekommen ist. Einer meiner grössten Traums ist wahr geworden, dass ich Roger Federer gesehen habe. Und ich habe sehr gefreut, dass ich ihn gesehen habe. Ich konnte es kaum glauben, dass er mir die Hand gegeben hat. Ich konnte es noch immer nicht glauben. Es ist schwer zu glauben. Ja. Aber nicht nur die Kinder sind nervös geworden. Auch für die Erwachsenen war es ein spezielles Erlebnis. Ich glaube, meine grösste Schwierigkeit war, wie spreche ich ihn an? Ist das der Roger? Weil man redet immer vom Roger oder ist das der Herr Federer? Aber es ist schlussendlich gegangen. Er ist sehr ein angenehmer Mitmensch. Er macht das wirklich sehr cool einfach. Vor lauter Federer-Begeisterung ist die Sache an sich aber nicht vergessen gegangen. Die Kinder und ihnen Kreativität, Gesundheit und Bewegung näher zu bringen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ja, dass die Kinder nicht vergessen, sich zu bewegen, aber auch richtig zu bewegen. Es ist nicht einfach nur ein bisschen raussitzen und so ein bisschen rumjoggen, wollen auch das ganze Purzelbäume machen, Handstand mal probieren, ein Rädchen machen oder eben halt auch Balance und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig, habe ich das Gefühl, für Kinder unterdessen, weil du profitierst wirklich in jedem Sport nachher. Ich glaube, die Koordination ist alles gewesen. Ich glaube, darum bin ich auch so erfolgreich geworden, weil ich eben nicht nur Tennis gespielt habe. Die Roger Federer Foundation hat zusammen mit Partnern in der ganzen Schweiz bei über 30 so Päusenplätzen mitgeholfen und die mitfinanziert. Die Schule zu Emmen will diese Chance künftig auch nutzen. Ich finde es total schön, also erstens mal, dass die Kinder haben können mitreden können. Sie haben sich sicher die Seilbahn gewünscht und halt einfach die Möglichkeiten haben. Das Kreative, das Naturnähe. Wir werden auch auf dem weitermachen, mit all die Pflanzen können lernen, die Biodiversität, all die Tiere. Das wird fest wieder das Programm sein bei uns in der Schule. Der heutige Tag war gleichzeitig auch gerade der Startschuss für die zweite Phase des Projekts. Bis im Januar können sich nur mal 70 Schulen aus der ganzen Schweiz bewerben, die dann bei so naturnähen Päusenplätzen unterstützt werden. Die Überraschung zu Emmen, die ist auf jeden Fall schon mal gelungen. Oh, was ist das da? Das macht weh. Ah, das sind Äste. Ja! Oh ja, schau mal. Ui. Ja. Macht das weh, euch? Ja. Aber zeigt das sind voll, wenn du die Wünsche dran.